Wer hat's erfunden? BMW. Die Rede ist vom SUV-Coupé. Der X6 war quasi der erste Vertreter dieser Art. Dann kam der X4 und jetzt haben wir hier den X2. Das ist quasi die Coupé-Variante des X1. Und das Auto, das hier hinter mir steht, das hat den Basismotor an Bord. Das ist der kleinste Benziner, ein Dreizylindermotor mit 140 PS. Wie sich der fährt, das schauen wir später. Als erstes machen wir mal einen kleinen Rundgang ums Auto. Fangen wir ausnahmsweise mal heute nicht von vorne an, sondern von schräg hinten. Denn das prägendste Merkmal hier beim X2, das ist diese wirklich richtig breite C-Säule, die leider nicht unbedingt zur Übersichtlichkeit des Fahrzeugs beiträgt. Dazu kommen wir später. Aber worauf natürlich hier jeder guckt, das ist hier dieses BMW-Emblem hier in der C-Säule. Das ist quasi ein Rückblick. Das gab es schon mal bei BMW, ein traditionelles Element. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gab es BMWs, die sowas hier hatten, und an dem Emblem hier lässt sich das Auto wahrscheinlich auch am leichtesten vom X1 unterscheiden. Was unterscheidet den X2 sonst noch vom X1? Das sind die Abmessungen. Die vollständigen Zahlen, die blenden wir euch mal hier unten ein. Zum einen ist es natürlich die Länge. Der X2 hier, der ist ein bisschen kürzer als der X1, und zwar um 8 cm. Das Dach, das ist ein bisschen flacher, und zwar um 7 cm. Die Breite und der Radstand hier von dem Auto, das ist der gleiche wie beim X1. So, und jetzt schauen wir uns das Auto mal von vorne an. Ja, so sieht er von vorne aus, der X2. Fangen wir mal mit einer Kleinigkeit an, die mir im Vergleich zum X1 nicht so gefällt. Das ist dieser, ich nenne es hier mal Schmiss auf der Motorhaube. Das heißt, die Motorhaube ist nicht ganz durchgezogen bis hier zum Grill, sondern die öffnet quasi hier, und wir haben hier so ein bisschen eine unschöne Fuge. Ansonsten gucken wir uns mal die Nieren an. Die sind schon ziemlich groß. In Zukunft werden die bei BMW noch deutlich größer, wer sich schon mal das Facelift vom 7er angeschaut hat. Im Vergleich zum X1 stehen die Nieren hier quasi sozusagen auf dem Kopf. Hier werden die nach unten breiter, beim X1 werden die nach oben breiter. Und für die Scheinwerfer gilt hier quasi das Gleiche. Hier beim X2 werden die hier nach oben etwas breiter, beim X1 ist hier unten so ein kleiner Knick. Dann werfen wir noch einen Blick auf das Heck des X2. Was man sieht, ist sehr viel Blech. Das Ganze ist sehr weit hochgezogen. Wir haben das Dach, das sich hier sehr tief runterzieht, hier mit dieser Spoilerkante. Und wir haben eine relativ kleine Glasfläche. Das lässt das Fahrzeug natürlich sehr sportlich wirken. Der Nachteil ist, es ist halt nicht besonders übersichtlich. Gucken wir ein bisschen weiter nach unten. Für alle Interessierten, hier sitzt die Rückfahrkamera, die optionale. Viele Hersteller verbauen ja nur noch Auspuffblenden, Endrohrblenden, oder man sieht den Auspuff quasi gar nicht mehr unter der Heckschürze, der ist dann hier drunter versteckt. Der X2 aber hat ein echtes Endrohr, und das trotz nur, sage ich mal, 3 Zylindern. Das ist heutzutage schon bemerkenswert, und wer einen größeren Motor kauft, der findet dann sogar hier auf der rechten Seite ein weiteres Endrohr. Werfen wir einen Blick in den Kofferraum des X2. Was ich ganz schön finde, die Heckklappe öffnet sich hier per Druck quasi auf das BMW-Logo. Die Heckklappe geht elektrisch auf. Das ist natürlich ein Extra. Geht übrigens auch per angedeutetem Fußkick. Wie viel Platz haben wir? 470 Liter sind es mit Rückbank. Wenn man die Rückbank umklappt, lässt sich im Verhältnis 40, 20, 40 umklappen. Dann hat man 1355 Liter Stauraum. Ein kleiner Nachteil ist aus meiner Sicht, man kann quasi die Rückbank nicht hier vom Kofferraum umklappen. Es gibt hier keinen Hebel, mit dem man das machen kann. Das finde ich bei manchen Fahrzeugen eben recht praktisch. Was wir hier haben, das ist eben ein Nachteil von so einem SUV. Wir haben eine relativ hohe Ladekante. Das sind ungefähr vom Boden bis hier oben sind es also rund 78 cm. Das heißt, man muss Gegenstände eben drüberheben, und was ich persönlich noch störender finde, und das muss man wirklich so ein bisschen im Auge behalten, das ist die Kante quasi hier innen, das sind so knapp 10 cm. Das heißt, wenn man etwas rausheben möchte, hier zum Beispiel so ein Koffer, wenn das was Schweres ist, dann muss man das eben hier drüberheben, und das kann dann eventuell relativ anstrengend sein, gerade wenn man nicht so groß ist. Gut, ich bin auch kein Riese, 1,80, aber es gibt auch noch Leute, die sind kleiner und haben vielleicht auch nicht so viel Kraft. Wenn hier so ein Träger Wasser drin steht, dann kann das anstrengend werden. Das Auto hat sogar einen doppelten Ladeboden. Hier unten ist auch nochmal richtig viel Platz. Das Problem ist, was dann da drin liegt, das ist dann noch tiefer. Das sind so ungefähr 30 cm, die man dann überwinden muss. Und das ist aus meiner Sicht so, schon ganz schön viel. Ansonsten haben wir noch 4 Ösen, an denen man hier etwas verzurren kann.
Wir haben hier an der Seite so ein kleines Fach und hier ist nochmal so ein Gummiband. Da kann man auch nochmal was festklemmen, damit das nicht verrutscht. So, ich habe Platz genommen hinten im X2. Wie viel Platz hat man? Ich habe mir hier den Vordersitz auf meine Größe eingestellt. Ich bin 1,80. Jetzt könnte ich vorne noch halbwegs bequem sitzen und siehe da, ich finde, man hat hinten wirklich richtig viel Beinfreiheit. Am Kopf dagegen ist es ein bisschen enger. Das geht bei mir auch noch, weil ich ja kein wirklicher Riese bin. Es sind noch gut, sagen wir mal, zwei Finger breit Platz. Aber man sieht schon, die Coupé-Dachform nimmt dann eben doch ein bisschen was weg. Ja, so sieht der Schlüssel aus vom X2. Der hat fast die Form von einem Segel. Werfen wir mal noch einen Blick hier vorne auf das Tachofeld. Das ist weitgehend analog. Es ist lediglich quasi ein kleiner Bildschirm drin, ein langgezogenes Rechteck, das digital ist, das Temperatur anzeigt, den Kilometerstand, Uhrzeit und so weiter. Ist aber ein bisschen pixelig, wie ich finde. Hier sieht man, es ist das große Navigationssystem verbaut. Das ist sehr hochauflösend. Dazu sage ich später noch ein bisschen was. Ansonsten hat das Auto hier eine Automatik an Bord, auch dazu später mehr. Was er nicht hat, sind Schaltpedals am Lenkrad, das wäre optional. Ansonsten haben wir hier vorne sehr viel Stauraum, gerade in den Türen, da passen auch die großen Wasserflaschen rein. Wir haben hier in der Mitte nochmal zwei Getränkehalter und auch hier unterhalb der Armlehne ist nochmal ein bisschen Platz, um was zu verstauen. Wir haben hier eine USB-Buchse und auch die Armlehne hier. Die lässt sich nochmal separat öffnen und man kann hier ein Smartphone unterbringen und das lässt sich dann hier auch kabellos laden. So, jetzt aber genug hier vom Innenraum. Jetzt fahren wir mal los und schauen, wie sich der Dreizylinder fährt. So, wir sind unterwegs im BMW X2 S-Drive 18i. Dahinter verbirgt sich der Basisbenziner. Ein 1,5 Liter Motor mit 140 PS, ein Dreizylinder mit einem maximalen Drehmoment von 220 Newtonmeter. Das Auto hier ist ein reiner Fronttriebler, Allrad also nicht an Bord. Mit an Bord ist aber ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Standardmäßig wäre hier eine 6-Gang-Handschaltung verbaut. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie fährt sich das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen skeptisch. Dreizylinder und dann noch hier mit so einer Automatik. Am Ende muss ich aber ganz ehrlich sagen, war ich sehr positiv überrascht. Der Motor, was die Kraft anbelangt, muss ich sagen, ist mir das absolut ausreichend. Ja? Also gerade für Leute, die viel in der Stadt unterwegs sind, würde ich sagen, kann man hier bedenkenlos zugreifen. Was den Klang angeht, es ist halt ein Dreizylinder, aber der Motor ist sehr gut gedämmt und im Regelfall hört man sehr wenig davon. Es sei denn natürlich, man drückt mal richtig drauf und der Motor dreht hoch, dann hört man ihn. Es ist aber nicht unbedingt unangenehm, es ist eher so ein sagen wir mal, knurriges Geräusch. Und aber auch da ist es eben im Hintergrund, weil es relativ gut gedämmt ist. Ja, fast noch mehr beeindruckt war ich hier von dem Doppelkupplungsgetriebe. Das schaltet wirklich extrem schnell, extrem sanft. Und man muss auch sagen, normalerweise sagt man ja, dass die Wandlerautomatik das optimale Getriebe ist, um sanft anzufahren. Aber auch das hat BMW hier richtig gut hinbekommen. Man kann mit dem Auto richtig sanft losfahren. Ein kleiner Kritikpunkt ist, wenn man aus dem Stand losfahren will und hat vielleicht dann noch das Lenkrad eingeschlagen, weil man eben aus einer Einfahrt rausfahren möchte, man will schnell losfahren und drückt mal richtig aufs Gas, dann drehen leider auch relativ schnell die Räder vorne durch, gerade wenn es nass ist. Noch ein paar Worte zum Verbrauch. Den Normverbrauch gibt BMW an mit 5,8 Litern auf 100 Kilometer. Ich bin jetzt ja gute 500 Kilometer mit dem Auto gefahren, hauptsächlich Landstraße, ein kleines bisschen auch Stadt. Und hier zeigt es jetzt 7,9 Liter an. Noch eine Sache hat mir richtig gut gefallen. Das Auto hat hier diesen Abstandsregeltempomat an Bord. Und die Bedienung sitzt nicht wie bei vielen anderen Herstellern hier an so einem extra Hebel am Lenkstock, sondern die Bedienung ist hier am Lenkrad. Und das klappt richtig gut. Mit einem Knopfdruck hat man das hier wieder aktiviert. Und vor allem, man läuft eben nicht Gefahr, manchmal bei dieser
Bedienung mit den Hebeln, dass man mal im Eifer des Gefechts vielleicht hier die Lichthupe betätigt und sich den Zorn anderer Autofahrer auf sich zieht. Ja, mein größter Kritikpunkt bei dem Fahrzeug hat mit der Karosserieform zu tun. Es ist nach hinten leider nicht wirklich übersichtlich. Also die Heckscheibe ist relativ klein, wir haben diese richtig breite C-Säule und dazu noch eben so eine ansteigende Seitenlinie. Das heißt, man sieht nach hinten nicht wirklich gut raus. Deswegen kann ich Parksensoren nur wärmstens empfehlen und eventuell sogar die Rückfahrkamera. Ja, dann wollen wir noch einen Blick auf Bedienung und Infotainment werfen. In dem Testwagen hier ist das größte Navi verbaut, Navigation Plus heißt das, glaube ich. Das hat einen 8,8 Zoll Touchscreen, also man kann hier per Druck und Wisch das Ganze bedienen. Das Ganze ist ziemlich hochauflösend, das gefällt mir richtig gut. Und auch ein Head-Up-Display ist an Bord. Jetzt gibt es ja andere Hersteller, da läuft alles nur noch über Touch und das wird dann oft kritisiert. Hier bei dem BMW ist aber zusätzlich noch der Drehdrücksteller, iDrive genannt, an Bord. Und das heißt, ich habe als Fahrer quasi die Wahl, wie ich das Ganze bedienen will. Ich kann hier mit meinem Drehdrücksteller alles bedienen, das klappt wunderbar. Oder aber eben ich benutze den Touchscreen, wobei das während der Fahrt natürlich jetzt eher weniger zu empfehlen ist, weil es halt relativ weg ist. Das kann man dann im Stand machen. Eine dritte Möglichkeit, auch BMW hat natürlich die Möglichkeit, per Sprachangabe das Ganze zu bedienen. Ich habe das mit ein paar Navi-Zielen ausprobiert und das hat auch richtig gut geklappt. Also auch so kann man das System bedienen. Mein Fazit zum BMW X2 S-Drive 18i, dem Basisbenziner mit 3 Zylindern und 140 PS. Ich habe es erwähnt, ich war durchaus überrascht von der Motorleistung. Mir hat das völlig ausgereicht. Ganz besonders begeistert war ich hier von diesem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Wer also jetzt nicht ständig Passstraßen, steile Pässe erklimmen will, sondern eben eher in der Stadt unterwegs ist beispielsweise und ein bisschen auf der Landstraße, der ist hier mit diesem Motor wirklich richtig gut bedient. Ansonsten muss man sagen, es ist eben ein Lifestyle-SUV und dann muss man eben die ein oder andere Einschränkung in Kauf nehmen. Auch das habe ich alles genannt. Das ist zum einen die Übersichtlichkeit von dem Fahrzeug nach hinten, das ist ein bisschen schwierig. Und zum anderen ist das eben hier das Beladen. Wir haben eine hohe Ladekante. Ja. Und wer das in Kauf nimmt, der kann hier aus meiner Sicht bedenkenlos zugreifen, wenn er denn bereit ist, den entsprechenden Preis zu bezahlen. Bei 34.050 Euro geht dieser Basisbenziner hier los. Den Testwagen, den wir hier hatten, der war ein bisschen besser ausgestattet. Der lag laut Listenpreis bei rund 48.400 Euro.